Hinterher! Nein, das ist die Königin, Craig. Lass einfach los. Aber du hältst mich doch fest. Lass jetzt los. Aber du... Zum Kuckuck, sie kann machen, was sie will. Wie kann ich gegen meine Schwester verlieren? Festhalten, Olaf, wenn du nicht runterfallen willst. Ich bin der erste fliegende Schneemann der Welt. Los, 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 komm schon, Sven. Beweg deinen pelzigen Hintern. Haben wir gewonnen? Hurra, unentschieden. Jeder ist ein Gewinner und ein Verlierer. Wow, seht mal, da ist... der Himmel. Wollten wir uns wirklich nur den Himmel ansehen? Ihr kommt wohl nicht viel raus, was? Laut Vaters Wetterglas sollten Sie heute zum ersten Mal zu sehen sein. Ich hatte gehofft, wir können sie uns alle zusammen ansehen. Oh, warum? Ich weiß, du bist die Königin, aber sei doch bitte keine Drama-Queen. Ja? Was ist eigentlich ein Nordlicht? Hey, meine Nase! Jeder weiß doch, das Nordlicht entsteht durch die Walküren, die durch den Himmel reiten. Während andere sagen, es ist das Nachtlicht der Natur. Leider falsch, Christoph. Das Nordlicht, oder besser Polarlicht, ist das Ergebnis des Auftreffens elektrisch geladener Teilchen des Sonnenwinds auf die Erdatmosphäre. Alles klar soweit? Okay. Ich nehme dir deinen Bibliotheksausweis wieder weg. Also, wir brauchen einen guten Plan. Wenn die Nordlichter nicht zu uns kommen wollen, dann gehen wir eben zu den Nordlichtern. Packen wir zusammen. Auf geht's. Ja. Los, los, los. Wohin? Dorthin, wo die Nordlichter herkommen. Du kennst dich in den Bergen aus, Herr Bergführer. Herr Bergführer war mein Vater, bitte. Einfach Bergführer reicht. Und ich habe keine Ahnung, wo sie sind. Ich bin doch kein Magier. Manchmal muss man seine eigene Magie erschaffen. Willkommen zu Hause. Ich kenne jemanden, der alles über Magie weiß. Bitte nicht die Trolle. Er ist weg! Er ist weg! Er ist weg! Er ist weg! Grandpappy ist nicht hier. Er ist nach Norden gegangen. Wir müssen ihn finden. Wow, 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 wart mal eine Sekunde. Ein Schwesternabenteuer. Mit vielen fröhlichen Liedern und Nahtoderfahrung. Hurra! Okay, das schreit nach einem wahren Bergführer. Und da ich der Einzige bin mit einem Abschluss der Bergführer-Uni, werde ich das übernehmen. Nichts ist sicherer, als mit einem Bergführer im Wald allein zu sein. Führen er und Sven schon immer solche Gespräche? Naja, das ging schon vor einer Weile los. Sven, essen wir noch ein Stück Karottenkuchen? Naja, Christoph, Karottenkuchen ist sehr gesund. Also dann habt ihr alles, was ihr braucht. Oh, tut mir leid. Was ist das, Anna? Keine Sorge, es bleiben immer ein paar Teile übrig. Wie schnell fährt das Ding eigentlich? Nervt es nicht, den ganzen Tag auf einen Rentierhintern zu starren? Das ist doch ein Hybrid, oder? Also wie viel Rentierstärken hat dieser heiße Schlitten, hä? Eine. Schön, ich habe ein paar super Ideen für unser Abenteuer. Oh, ja, also eigentlich habe ich hunderte Ideen, aber... Nein, Ideen ist vielleicht das falsche Wort. Es sind mehr super Einfälle. Aber Anna! Wow, wenn du darüber was singen willst, von mir aus. Aber wir werden die Nordlichter finden. Das ist meine neue Mission. Du weißt, wie ich bin, wenn ich mir etwas vornehme. Ich meine doch nicht das, Anna. Ich meine das da! Eine Lawine! Auch diese kühle Brise? Vorsicht! Oh, oi, oi, oi. Eine
donnernde Welle der Zerstörung möchte Hallo sagen. Hallo, liebe Lawine. Wenn die Nordlichter nicht zu uns kommen wollen, dann gehen wir eben zu den Nordlichtern. Ein Schwesternabenteuer. Mit vielen fröhlichen Liedern und Nahtoderfahrung. Hurra! Los, komm schon, hilf mir mal! Ho, Pistazio! Ho, Kanonenkugel! Das ist doch voll ein Witz. Ich sag ja, wir hätten die Polarschnellstraße nehmen sollen, dann wären wir schon da. Halt den Mund! Dann würden wir jetzt Greg, halt den Mund! Oh, guck mal, wir sind in einer Schneekugel. Jetzt schneit es und jetzt nicht. Jetzt schneit es und jetzt nicht. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Das war merkwürdig. Meine Kräfte sind etwas zu stark. Mir ist nichts passiert. Zum Glück habe ich keine Knochen. Oh nein! Das ist eine Amastrophe. Seht ihr, Leute? Ein super Bergführer. Toll! Los, machen wir den Schlitten wieder flott. Was ist denn mit dir, Schwesterchen? Na ja, meine Kräfte scheinen nicht zu funktionieren. Wie es aussieht. Sich deswegen zu sorgen, macht es sicher nur noch schlimmer. Wow, 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 wow. Nur keine Sorgen machen. Wenn ich nicht so ein Überlebenskünstler wäre, hätten Sven und ich ein echtes Problem. Passt auf, ich zeig euch, wie man Feuer macht. Es gibt mindestens 56 verschiedene Arten, Stöckchen aneinander zu reiben, um ein Feuer zu machen. Meine Arme! Besser Arm dran als Arm ab. Das Feuer ist kein Problem, Christoph. Die Kälte, sie ist nun ein Teil von mir. Na, mitgekriegt? Okay, wir müssen den Schlitten wieder in Schuss bringen und weiterfahren. Ich weiß, wo wir die allerbeste Aussicht haben. Die Nordlichter sind kaum zu sehen. Selbst von hier aus. Das ist furchtbar. Ich habe sie noch nie gesehen in all ihrer Pracht. Wir müssen zu ihnen, bevor sie ganz verschwinden. Keine Sorge, Olaf. Ich mache uns eine Eisrutsche, die uns schnell wieder auf den Weg bringt. Oh, wie einfallsreich. Eine Rutsche! Eine kaputte Rutsche. Na schön, Plan B. Das ist mein Spezialgebiet. Vielleicht kommen wir mit einem Kajak weiter. Nein, aber vielleicht kommen wir mit einem Kajak weiter. Aber das hat sie doch gerade gesagt. Sei nicht so überheblich. Oh, ja, gute Idee, Anna. Kleine Brüder. Moment mal. Ich glaube, die kleinen Brüder könnten uns helfen. Na schön, Leute. Dann wollen wir mal. Es ist gut gegangen. Tja, jetzt sind nur noch wir zwei übrig, mein Großer. Schon viel besser. Das wollte ich gar nicht machen. Die Ohren sind viel zu groß. Versuch's nochmal.
Oh, ich wette, Sven gefällt das. Was ist bloß mit mir los? Das ist echt komisch. Wow, wow, Junge, halt! Was hast du vor? Naja, vor uns liegt ein Fjord und Bergführer schwimmen nicht. Aber wir müssen dorthin zum großen Gletscher, um die Nordlichter zu sehen. Wir schaffen es nie. Ich finde, wir sollten positiv denken. Hurra, wir schaffen es nie! War das positiv genug, hä? Es hat keinen Zweck. Wir werden niemals die Nordlichter sehen. Oh, gleich singt sie. Den Song kenne ich. Nein, mir ist gerade nicht nach Singen. Ich lasse es lieber. Die Nordlichter sind kaum zu sehen. Ich glaube, die kleinen Brüder könnten uns helfen. Dann wollen wir mal. Gute Neuigkeiten. Ich glaube, ich habe unser Problem gelöst. Willkommen im Château de Christophe. Mit einem Rund-um-die-Uhr-Salatbuffet und gratis Ratatouille. Wir können hierbleiben, bis der Fjord zugefroren ist. In einem Eispalast herumzusitzen hilft uns nicht weiter. Wir müssen da hinüber. Ja, aber... Na schön, dann ist es eben für die Vögel. Kein Problem, ich gehe schon mal vor. Manchmal bin ich echt kopflos. Denkst du, was ich denke? Ganz bestimmt nicht. Aber es ist sicher was Tolles. Oh ja, es wird dir gefallen. Wow, echt beeindruckendes Design. Aber ohne Motor kommen wir wohl nicht weit. Ich habe mich der Natur noch nie so nahe gefühlt. Oh, oh. Es ist so schön, dieses Abenteuer mit dir zu erleben, wie früher, als wir klein waren. Und jetzt sind wir groß und erleben größere Abenteuer. Wir sind gleich da. Oh. Ja, wir sind da. Wow, seht mal! Die Nordlichter? Nein, ein weiteres unüberwindbares Hindernis. Ich glaube, jetzt ist Klettern angesagt. Also schön. Na dann, zuerst klettern wir da hoch und dann noch höher bis zum Gletscher. Mach mal langsam, wir haben nicht mal eine Kletterausrüstung. Und hier mitten im Nirgendwo gibt es sicher keinen Laden. Das wäre ja total bekloppt. Oho, hat da jemand gesagt, er braucht eine Kletterausrüstung? Ich glaube, ich spinne. Also, ihr seid die ersten Kunden in meinem Laden. Sauna? Oh, ich könnte ein bisschen Dampf ablassen. Olaf nicht. Ganz schlechte Idee. Aber es ist so schön warm. Ausverkauf von allem Gefrorenen. Leckere Eistüte oder Fischstäbchen oder Eiswürfel. Bei der Kälte? Wer würde sowas haben wollen? Oh, Eistüten. Seht euch mal die tollen Farben an. Blau, grün und gelb. Gelb? Moment. Gelber Schnee? Oh nein! Ihr wollt die Lichter sehen, oder? Ich habe die passende Kletterausrüstung. Anfangsverkauf. Ein bisschen teurer, aber ihr wisst ja, Angebot und Nachfrage. Teurer? Was? Hör mal, Freundchen, du kannst nicht einfach so die Preise erhöhen. Das ist überhaupt nicht fair! Alles cool, keine Aufregung. Mir geht's gut. Mir ist nur etwas kalt. Ein bisschen zu kalt, eigentlich. Wir verkaufen auch Angelruten. Das war ganz schön anstrengend. Also ich fand's eigentlich gar nicht so schlimm. Da, die Nordlichter. Sind sie nicht wunderschön? Wow, ganz schön winzig. Vielleicht muss ich mal meine Augen untersuchen lassen. Hä? Nö, jetzt sind sie noch kleiner. Oh, wie wunderschön. Aber warum sind sie hier und nicht über unserem Königreich?
du brauchst eine Diät, Sven. Christoph, halt dich fest! Elsa, kannst du ihm irgendwie helfen? Du schon wieder, wir müssen dir einen Namen geben. Autsch. Nicht hilfreich. Gefrorene Karotten. Auch das war nicht sehr hilfreich. Ich weiß. Ich versuch's ja. Aber ich mache mir so viele Sorgen über die Nordlichter, das Königreich, die Vergangenheit. Das ist ja so kalt. Elsa, die Vergangenheit ist Vergangenheit. Meine Kräfte spielen völlig verrückt. Ich kann sie nicht kontrollieren. Ach, was mache ich denn bloß? Was mache ich bloß? Lass los. Lass jetzt los. Ich rutsche immer noch. Leute, ich rutsche. Das klingt, als wäre jemand in Not. Aber du hast mir Pfannkuchen versprochen. Ach, du nun wieder. Mit Ahornsirup. Komm jetzt. Das machst du toll! Da schließe ich mich an! Halt dich bloß fest! Ich hätte auch gern so eine tolle Zunge wie er. Ich hätte auch gern eine Zunge. Anna! Christoph! Anna! Christoph! Anna! Christoph! Du weißt schon, dass er nur einen Meter unter uns hängt, oder? Ja, na klar. Aber wie können wir sie denn jetzt retten? Sie wird länger! Länger! Immer länger! Hab dich! Eklige Zunge! Grandpappy, ist das schön, dich zu sehen. Wir haben eine Frage wegen der Nordlichter. Nicht jetzt. Huh? Jetzt müssen wir ziehen. Oh, natürlich. Ich wusste gar nicht, wie stark ich bin. Und die nennen mich Zweigärmchen, obwohl das eigentlich korrekt ist. Grandpappy, endlich haben wir dich gefunden. Was machst du denn hier oben? Etwas sehr Wichtiges. Habt ihr eure Kristalle mitgebracht? Klar, die Kristalle. Ich bin mir definitiv ziemlich sicher, dass wir sie mitgebracht haben. Ich glaube, sie sind in... Ja, oh ja, wir haben sie. Oh, die Dinger. Gut. Alle 500 Jahre muss ich hierher kommen, wo die Erde den Himmel berührt. Ja, mystische Dinge gehen vor sich und voilà, die Nordlichter. Viel Vergnügen. Die vier Kristalle reflektieren das Licht in alle Ecken von Arendelle. Keine Sorge. Oh, wir haben uns nicht gesorgt. Also schön, ein bisschen schon. Ich bin wahnsinnig froh, dass wir die Nordlichter wiedersehen. Es fühlt sich an wie zum ersten Mal seit Ewigkeiten. Das kommt mir bekannt vor. Meine Arbeit ist getan. 500 Jahre. Und sie hätten beinahe die Kristalle nicht mitgebracht. Das war's. Alles klar. Die Party ist vorbei. Oh, wirklich? Oh, komm schon. Es ist noch zu früh. Na, sieh mal an. Dachtest, wir kriegen dich nicht, hä? Wow, wie hübsch. Chef, er ist, Verdammt, Craig, du hattest nur eine Aufgabe. Nur eine Aufgabe. Wir halten noch hier. Nur eine. Ich kann gar nichts dafür. Oh. Das war vielleicht ein Abenteuer. Oh ja, ich glaube, ich habe die Nordlichter nie heller strahlen sehen. Ich glaube, ich habe die Nordlichter noch nie gesehen. Moment mal. Doch, hab ich. Die Nordlichter sind wach. Also bin ich auch wach. Weißt du noch, Anna? Das hast du damals gesagt. Glückliche Gedanken, Hündchen, Kätzchen. Deine Magie ist zurück. Wow. Wir
Wir sollten es bequem haben, wenn wir uns die Show ansehen. Wow. Beeindruckend. Aber naja, wisst ihr, es sitzt sich etwas hart. Schön wäre ein Kissen aus Adlerfedern, Bärenkrallen und Moos. Etwas, das eines Bergführers würdig ist. Hey, das sieht toll aus. Und heute Nacht trinke ich obendrein auch noch meine erste gefrorene, heiße Schokolade. Hier, bitte sehr. Wie eine Tasse frische Bergluft. Und ich erlebe all das zusammen mit meiner kleinen Schwester. Und ich mit meiner großen Schwester. Na los, Elsa, jetzt sing schon.